Moin Freunde, was geht? Wir sind wieder am Start mit einem neuen Attack on Titan Video. Heute geht es wieder weiter mit der zweiten Episode, die ist gerade rausgekommen und wir schauen uns natürlich jetzt die ganzen Inhalte an. Dementsprechend gibt es jetzt meine Review zu dieser Episode. Auf jeden Fall wieder sehr, sehr nice. Dieses ganze CGI-Animationsthema haben wir uns ja in der ersten Woche quasi angeschaut, in der ersten Folge. Dementsprechend werde ich das jetzt nicht jede Woche, jede Folge betrachten. Ist natürlich auch in dieser Folge so gut wie gar nicht vorgekommen. Action, geladene Szenen oder sonstiges. Wir haben hier ziemlich viel Theoriekram, ziemlich viel Theoretisches. Also es wird viel geredet in der Folge. Was natürlich auch seine Daseinsberechtigung in Attack on Titan hat. Das merkt man auf jeden Fall immer mal wieder des Öfteren. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu AOT verpassen wollt. Dementsprechend können wir loslegen mit dieser Episode. Ich sag mal so, der ein oder andere Punkt in der Folge hat auf jeden Fall auch schon für Manga-Leser ein bisschen was versprochen. Hier wird nämlich an einigen Stellen etwas geändert, beziehungsweise auch etwas weggelassen, was so nicht ganz im Manga da war. Ich bin mir aber auch sicher, dass etwas für die darauffolgende Folge genutzt wird, gerade wenn man sich die Vergangenheit um Reiner anschaut. Wir haben am Anfang der Episode erstmal eine kleine Konferenz von diesen Generälen, auch Magath zum Beispiel aus der letzten Episode oder Sieg, der auch mit dabei ist, der quasi Bericht erstattet, was jetzt am Ende des Krieges, was wir in der ersten Folge gesehen haben, eben passiert ist. Wir haben diese Zeitungsberichte, die ein bisschen anders ausschauen, zumindest sieht das Ganze nicht so gut für das Mali-Regime aus, weil eben immer weiter offiziell bekannt gegeben wird, dass die Ära oder die Zeit der Titanen immer mehr dem Untergang geweiht ist, weil andere Nationen sich immer weiterentwickeln, aufrüsten und so weiter, haben wir ja schon gesehen in der letzten Episode, wie Reiner komplett von Geschossen zerberstet wurde und der gepanzerte Titan nicht mehr so diese Panzerung hatte, wie man das von den ersten drei Seasons gewöhnt war. Also man merkt definitiv schon, andere Nationen sind ein bisschen krasser ausgestattet als jetzt die Mali, die sich die ganze Zeit eigentlich nur auf die Titanwandlerkräfte eben fokussiert hatten. Mali hat natürlich jetzt dieses Problem, dass andere Nationen ein bisschen mehr Vorteile haben. Auf der anderen Seite haben sie es natürlich auch nicht schaffen können, in ihrer Mission von vor 4 Jahren eben den Urtitan wiederzubekommen, also von Eren und so weiter. Dementsprechend gibt es diese Konferenz jetzt hier und Sieg ist quasi auch in seiner Endzeit. Man hat ja diesen Fluch von Ymir, ich glaube 13 Jahre waren das, und Sieg hat nur noch ein knappes Jahr Zeit, eben den Beast Titan in sich halten zu können. Colt soll ja derjenige sein, der das Ganze quasi vererbt bekommt und dann der nächste Beast Titan werden kann. Dementsprechend ist Sieg jetzt hier derjenige, der quasi die Idee, den Vorschlag mit reinbringt, eben das Ganze nochmal neu zu starten mit der Mission rüber auf die Paradiesinsel zu gehen und sich die ganzen Titanen wieder zu holen. Was ich ziemlich nice fand in diesem Gespräch, war dieser Blick nach oben, dass man quasi dieses Loch in der Decke hatte, dass man die ganzen Vögel beobachtet hat, dass man auch davon gesprochen hat, naja, also wenn die ganzen Nationen weiter in Flugtechnik investieren würden, dann hätten die Titanen gar keine Chance mehr, denn solange das Ganze noch an Festland quasi vorangehen würde, sind die Titanen immer noch im Vorteil, aber es geht schon in eine etwas negativere Richtung. Dementsprechend hat man hier das Beispiel gewählt, eben nach oben zu schauen, und es gäbe ja noch keinen fliegenden Titanen soweit. Ich will noch nicht zu viel versprechen, aber dementsprechend war das auf jeden Fall schon ein kleines Foreshadowing, kann man sagen, und kleine Andeutung auf das, was vielleicht noch kommen kann. Wir haben dann einiges ausgelassen, unter anderem die Szene, wie Eren und Armin quasi gezeigt werden, die halt die Schiffe von Mali schon vernichtet hatten, weil Magath sich halt gewundert hatte, warum sind denn die 32 Kriegsschiffe, die wir darüber geschickt haben, beziehungsweise die Erkundungsschiffe, warum sind die denn nicht wiedergekommen? Also die haben ja über die 4 Jahre, die das jetzt her ist, seit Season 3 Part 2, haben die immer mal wieder Leute rübergeschickt zur Paradiesinsel, aber die sind alle nicht wiedergekommen. Das war im Manga auch ein bisschen anders, da hat man nämlich gesehen, was Eren und Armin die ganze Zeit mit dem ganzen Schiff gemacht haben, und jetzt an dieser Stelle sehen wir gar nichts. Was ich cool fand, war, dass wir einige Szenen, unter anderem von Levi, von Mikasa, müsste das auch gewesen sein, dass wir kleine Andeutungen auf die Ackermanns bekommen haben und auch Szenen von Witch Studio, also aus der letzten Season, und diese Szenen wurden nicht neu animiert, also man hat die einfach aus der letzten Staffel übernommen, quasi als kleinen Flashback, den Sieg reinholt, wobei man
man hier aber sagen muss, dass der im Manga ein bisschen ausführlicher war als das, was jetzt hier in der Folge gezeigt wurde. Dann werden uns die anderen Titanwandler vorgestellt, zum einen Porco, also Galliard, der letztes Mal Seite an Seite mit Reiner gekämpft hatte, also der Kiefer-Titan. Unter anderem wird uns gezeigt, wie er die Kraft überhaupt bekommen hatte, denn ursprünglich, der letzte Stand von allen Anime-Onlys war es ja, dass Ymir mit Reiner und Berthold mitgegangen ist und sie ja im Besitz des Kiefer-Titans war, aber wir haben hier jetzt quasi die Lösung dafür bekommen. Ymir wurde quasi an Porco verfüttert und deswegen hat er eben den Kiefer-Titan und konnte auch durch ihre Erinnerungen dementsprechend Reiners Position von damals immer mal wieder sehen. Also er kann ja die Erinnerung von derjenigen, die er aufnimmt, kann er sehen und dadurch wusste er, wie Reiner agiert hatte, als er noch auf der Paradiesinsel mit Eren und den ganzen anderen im Aufklärungstrupp eben war. Zu der anderen gibt es nicht so viel zu sagen. Da hätten wir Peak, die halt den Karren-Titan widerspiegelt und bei ihr ist das Besondere auf jeden Fall, dass sie ziemlich lange in dieser Titanengestalt rumläuft, was der Grund ist, warum sie mit einer Krücke rumläuft und das Laufen auf zwei Beinen ein bisschen verlernt hat, weil sie das nicht mehr gewöhnt ist. Wir haben dann eine kleine Wiedervereinigung von Gabi, Falco, Udo, Sophia und Reiner. Die freuen sich alle, Reiner zu sehen. Unter anderem wird über diese Episode auch immer mehr bekannt, dass Falco Gabi schützen möchte, was ich letztes Mal schon angesprochen hatte, dass der nicht so ganz damit klar geht, dass Gabi eben an Reiners Stelle treten soll. Er möchte quasi diese Bürde auf sich nehmen, weil er halt in Gabi verliebt ist und deswegen will er sie beschützen. Sollte sie nämlich zu dem nächsten gepanzerten Titanen werden, hat sie auch nur eine bestimmte Grenze vom Alter her, die sie eben erreichen kann, wegen dem Fluch von Ymir. Deswegen will er das quasi auf sich nehmen, damit sie davon eben nicht betroffen ist. Alle beteiligten Charaktere, die uns gezeigt wurden, werden jetzt quasi wieder ins Hauptquartier befördert oder sollen wieder zum Hauptquartier und zwar nach Liberio, beziehungsweise hier in der deutschen Übersetzung heißt es Rebellio. Ist ja auch völlig egal, was da jetzt der richtige Name ist. Auf jeden Fall ist das hier die City, die halt der Mittelpunkt der ganzen finalen Staffel von Attack on Titan darstellt. Den ganzen Part im Zug werde ich jetzt mal überspringen, weil im Grunde geht es da nur um Falco, der, wie gesagt, Reiner eben mitteilt, dass er das Ganze machen möchte mit dem gepanzerten Titanen und Reiner auch schon so ein bisschen diesen Gedanken hat, wenn du das machen willst, dann ist das die einzige Möglichkeit, werde besser als Gabi und erbe dementsprechend den Gepanzerten, um diese eben übertreffen zu können und sie zu schützen vor der Zukunft, die uns allen bevorsteht. In Liberio angekommen, wird die Gruppe bereits von ihren Verwandten erwartet. Wir sehen zum Beispiel auch Reiners Mutter, die hier wieder froh ist, Reiner nach vielen Jahren sehen zu können. Wir haben dann Falco, der sich ein bisschen von dieser Gruppe abhebt, in eine andere Richtung geht und quasi auf eine Gruppe von Kriegsverletzten trifft und dort sehen wir einen Charakter, der, ja, wie soll ich sagen, auf jeden Fall ziemlich interessant ist. Leider fällt diese heruntergekommene Person mit den langen Haaren um, hat unter anderem auch nur noch ein Bein und Falco bindet seine Armbinde wieder richtig rum, weil diese quasi verkehrt herum war. Wir werden noch feststellen, warum das der Fall ist. Also, Leute, soll ich es eigentlich schon sagen? Also, ich meine, ihr wisst alle, wer das ist, oder? Auch von den Anime-Onlys. Das ist ja wohl offensichtlich, wer das war, wenn man zwei Szenen vorher schon gesehen hat, wie diese eine Person eben Reiner und die komplette andere Gruppe in der Stadt zuvor eben schon beobachtet hatte. Also ihr wisst alle, wer diese eine Person ist. Weiter geht man auf diesen Ehrenmann nicht ein. Wir gehen dann rüber zu Reiners Familie. Wie gesagt, er ist ja auch der Cousin von Gabi dementsprechend. Und Reiner erzählt dann ein bisschen am Tisch über die Geschichte, die er eben jahrelang begleitet hat auf der Paradiesinsel und teilt seiner Familie sozusagen mit, was das alles für Leute dort sind, ist aber auch nicht 100% ehrlich zu denen und teilt denen auch natürlich nicht alles mit. Wir kriegen dann kleine Beschreibungen zu jedem einzelnen seiner Mitstreiter, also unter anderem beschreibt er da Sascha, Conny, Mikasa, Eren, Armin und so weiter und so fort. Der beschreibt auf jeden Fall sehr, sehr viele, aber er geht nicht zu sehr ins Detail rein, weil ihn das natürlich auch an früher erinnert. Unter anderem ist er psychisch natürlich auch komplett angeschlagen und bekommt immer mal wieder Flashbacks. Was hier sehr, sehr gut rüberkommt, ist, wie gestrickt die andere Seite ist, wie die andere Seite auch der Eldia ist. Es gibt ja die einen Eldia, die als Dämon gehalten werden und Eldia, die auch quasi in der Sklaverei der Mali stehen und überhaupt sich glücklich schätzen können, die Titanwandlerkräfte für sich nutzen zu können, damit sie besser bei den Mali angesehen werden. So mäßig. Also das ist auf jeden Fall eine ziemlich heftige Struktur dort drüben. Reiner macht sich dann am nächsten Tag auf den Weg mit Gabi zu einem Gespräch mit Sieg und den anderen und dort wird quasi diese Mission nochmal besprochen, die erneuert werden soll. Man will die adlige Familie Tiber dafür benutzen, der Welt bzw. den Leuten von Liberio mitzuteilen, wer an allem schuld ist und dementsprechend
finden wir auch heraus, dass die Tiber-Familie im Besitz des letzten Titanwandlers ist, nämlich den Kriegshammer-Titan, den Warhammer-Titan. Einer meiner Favorites auf jeden Fall, den werden wir die nächsten Episoden Safe Call auch noch sehen. Kurz noch am Ende zur Preview. Nächste Folge kriegen wir einiges zu Reiners Flashback, zu seiner Vergangenheit, wie das Ganze ursprünglich aussah von seiner Seite aus. Alles in allem, barbarmäßige Folge, war zwar ziemlich viel Theoriekram, aber ist definitiv wichtig für den Charakter Reiner und wichtig für die Betrachtung der anderen Seite. Dementsprechend freue ich mich auf die nächsten Episoden, vor allem, wenn es dann Hand in Hand übergeht, sag ich mal. Ohne Spaß einfach. Nicht mehr normal. Das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Lasst mir gerne eure Meinung unten in den Kommentaren da. Und natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.